gibt's ein freaking Intro! Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Ihr seid eure Freunde Tropfen und. Ja, ne? Diese Tots da im Hintergrund. Das ist Vater, nein! Do not agree. Ach ja, wonderful. So, wir haben endlich mal wieder Zeit aufzunehmen und das nutzen wir natürlich sofort. Wir haben hier aufgehört, mich beim Schloss der Koopa Bros. Ach ja, vier Stück an der Zahl. So, aber bevor wir jetzt loslegen, wir möchten uns bei jemandem danken. Sein Name ist Windshadow64. Er hat uns nämlich gesagt, weil wenn wir die ganze Zeit so rumdackeln, geht es ja ziemlich langsam. Und wenn wir einen netten Knopf drücken, können wir so dashen. Und das beschleunigt die Sache ja enorm. Und ja, genau. Und ja, wir wollten uns einfach mal dafür mit danken. Also danke, bevor ich das jetzt vorlese, danke Kumpel, ich glaube, das wird das LP ein bisschen beschleunigen. Denke ich mal, ne? Boah! Hoffen wir es! Okay, ach du Scheiße, wir haben immer gesprochen. Du! Ich? Ja, ich hatte Rot und Grün. Nein, ich hatte. Nee, du hattest Gelb und Grün. Und ich hatte. Nein, ich hatte doch nicht Gelb, du hattest Gelb. Du hattest Schwarz und Grün. Oh. Ja, dann mach. Kacke. Er hat grüne Handschuhe. Stimmt eigentlich. War ich nicht. Also, ja. Groß. Ladylike, rülps. Oh. War das dein Genick, oder? Nein, der Stuhl ist wieder zusammengeklappt. Ich falle fast immer vom Stuhl runter, verdammte Scheiße. Ich kipp vom Stuhl, Alter. Ich kann nicht mehr. Also. Wie hab ich den gesprochen? Wow, Mario, was zum? Ich weiß nicht mehr, wie ich mich hier... Nee, so hab ich den Roten gesprochen. Oh mein Gott, wie hab ich ihn... Mario Angel, Alter. Sprich doch, wie du meinst, Mann. Wow, Mario, was zum Teufel hast du getan? Oh, was für ein Pech. Mario ist bereits hier. Tja, ich muss es dem Anführer sagen. Pomodoro. Lol. Pomodoro. Ich denk mal, das ist der Rote. Jetzt hat er die Tür natürlich. Ich hab irgendwas mit Porno gelesen. Mama, ich geh jetzt mal hier lang. Pomodoro? Weil hier ist nichts. Pomodoro. Das klingt wie Käse. Natürlich lässt er die Tür offen. Er ist ja dumm. Das sieht brutal hier aus. Aha. Oh ja, sehr, sehr. Zeig dich, Sterblicher! So. Habt ihr nicht gesehen? Da, da, da. Oh, süß, ein Bonbon! Ja, natürlich kriege ich das Timing nicht mehr hin, weil ich schlecht bin. Ah, man weiß, kann ich jetzt mal den Scanner einsetzen? Weil die Bonbons treffen jetzt noch ein bisschen öfter. Wie hab ich denn geredet? Das ist ein Bonbon! Bonbons sind sehr temperamentvoll. Wenn du sie angreifst, werden sie mächtig sauer. Max KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Wenn sie zornig sind, solltest du nicht auf sie springen, denn sie explodieren sofort. Boom. Du solltest ihnen dann überhaupt nicht zu nahe kommen. Überhaupt nicht, hörst du? Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Greifen sie aus einer sicheren Entfernung mit Items und Wurfattacken an. Oder setze Techniken ein, bei denen Panzer geschleudert werden. Ist da unten beim Bock auf eine Null im Bild, oder? Guck mal. Nein, das ist eine Kette, du Blödmann. Das ist so nicht. Wenn sie im zornigen Zustand angreifen, können sie explodieren. Hab ich aber schon gesagt. Deswegen heißt sie Bomb-Oms. Weil es Bomben sind. Also sorge dafür, dass sie schon vorher besiegt werden. Alter, seit wann können Bomb-Oms so hoch springen? What the fuck? Die wollen das auch mal können. Ganz ehrlich. Ey, ich krieg das mit. Obwohl Mann. Sie keine Beine haben. Bobs haben Beine. Sie haben nur keine Knie. Denke ich. Ey, ich sehe nur Füße. Was sind ihre Beine? Füße und Beine sind nicht dasselbe. Natürlich. Nein, die Füße. Mit Beinen läufst du. Och Gott, wie süß. Baby, das Ding ist auch. Warum hast du nicht den Bomberang gegangen? Weil sie sofort explodieren und dann mein Partner platt wäre?
Aber das ist besser, oder was? Kommen die 2 KP, ey. Ganz ehrlich. Oh, Wunde, er lässt einen Schlüssel fallen. Wer hätte das gedacht? Ist ja nicht auffällig, dass hier dann plötzlich so... Möchtest du den Schlüssel benutzen? Nein, ich möchte jetzt einen... Yay, Schlüsseldienst rufen. Um somit die Tür aufzukriegen. Schlüsseldienst, Bunny, was? Du hast ihn sauer gemacht, mal wieder. Warte mal. Donnerblitz, Cooperblatt. Ach nö, dafür verschwende ich keine Items. Was mache ich denn sonst? Ich glaube, ich schicke wirklich Gumbario auf ihn los. Los! Leute. Egal, er ist tot. Powersprung. Here we go! No. Jetzt bist du wieder wach, oder was? Ja, er kann. Du Werner, du. Du Werner. Werner, Boynhorn, Droge. Oh, da ist ja noch einer. Bleib stehen. So. Tut mir leid, ich muss jetzt mal ein bisschen. Sieht aus wie so kleine Wackelbilder, wenn sie so, wenn sie so getroffen wurden. Dann kneifen sie doch immer so die Augen zusammen. Das sieht aus wie ein Wackelbild. So. Ja, ne? Jo, ne? Jo, moi. Jo, moi. So. Würdest du dich mal bitte auf die Arbeit konzentrieren? Ist ja auch voll die Arbeit hier. Was sind das für Suizidbomben? Die sprengen selbst in die Luft, ey. Ganz ehrlich. Nö. Da komme ich noch gar nicht hoch, ne? Natürlich nicht. Fuck. Angsthase wird ja... Ach, hier, Tübi. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt schon wieder sprechen. Och, Kacke. Mal sehen, ob er den ob der große Mario noch einen Schritt weiter kommt. Ja, mindestens 2. Ii, Mario! Boah, was hast du denn da im Gesicht? Oh, das ist deine Nase. Du, versuch nicht hier, ne? Hier, du wirst dich in der Festung ohne nicht zurechtfinden. Weil ich habe die Karte. Ja, ich habe diesen Reiseführer. Ich habe nicht das Mikro runtergeschmissen, nein, das habe ich nicht. Würde ich niemals tun. Ja. ja. Hier riecht ganz gewaltig nach Ärger. Wo sind die Ärtüchchen? Wie aufregend, bis später. Peter. Der hat irgendwie ein leichtes Problem, oder? Oh, ich wollte sagen, jetzt kommt hier so. Ich bin hier, Typ mit Brille. Ich bin der Schläger. So, das mache ich mit Hammer. Weil ich hier mit Mario zu dumm zum Springen bin. So. So, los, komm, Mario. Tackle. Da, mit ihm kriege ich das jedes Mal hin. Das ist doch scheiße. Komm, wir lassen Mario zu Hause. Der darf jetzt ordentlich mal Ferien machen. Und Mario macht das. Der rennt jetzt durchs gesamte Mushroom Kingdom und rettet die Welt und die Sterne und die Prinzessin und kriegt am Ende das Mädchen. Ne? So. Los, Bombe! Er ist irgendwie voll, ist abhand. Und jetzt ist er wie fit. Ja. Ja. Kein Bock auf eine... Er stellt sich tot. Kein Bock auf eine erneute Kampf. Er ist ein Opossum, er ist kein Gumba, er stellt sich tot. Er ist ein Opossum. Er könnte das. Rosa Schuhe! Ah, halt, das habe ich gesehen. Da. Hit me, baby, one more time. Entschuldigung. Es sind zwar rosa Schuhe, aber es sind besondere rosa Schuhe. Die sind von Peach, ne? Nein. Wobei es sich eigentlich ziemlich gut erklären könnte. Aber ich glaube kaum, dass Peach unter ihren Schuhen Spikes hat. Vorausgesetzt, es waren jetzt auch Spikes. Vielleicht habe ich mir auch nur verguckt. Bin ich El Blindi? Itchy Glitchy! Auf den Deckel! So. Oh, muss ich. Den muss ich schon wieder opfern, ey. Opfer! Guck, Mario ist voll das Opfer. Oh Mann, ey, verfies. Dabei ist er voll niedlich. Why? Tell me why! So, warte mal, Hammer. In die Fresse! In die Fresse! Oh, Kacke. Naja. Oh, mir fällt gerade auf, ich sollte mich eventuell mal heilen. Nach einer Zeit. Ich kriege
Geld. Geld bringt mir ja hier auch so sehr viel. So, ich hab's nicht genau gesehen. Hä? Koopa! Ey, komm, ich hab's doch gesehen. Du bist hier irgendwo rausgekommen. Kami Koopa. Ah! Ach, hier komme ich erst. Ey, das ist doch krank. Ach, du brauchst dafür hier, ne? Ja. Oh, okay. Ah, okay. Boah. Wie nerven, ey. Bowsers Kumpan. Mit Stachelhalsband. Wieso haben die Bonbons eigentlich keine Stachelhalsbänder? Naja, weil die keine Hälse haben. Fußkettchen. Super Bowser Fußkettchen. Ich will auch Fußkettchen. 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 Nein. Na na, leg das Ding weg, sonst schlage ich dich. Ich hab doch nur das Ding ausgemacht. Ja, gut so. Geh kacken. Ey, während der Aufnahmesession aus Handy gucken ist tödlich. Musst du gerade sagen, das hast du auch schon getan. Ja, in diesem Fall war es bloß was Wichtiges und nicht bei dir wie so ein Kinkerkram. Nein. Kinkerkram? Nein. Also, erstens ist es kein Kinkerkram und zweitens, es war schon was Unwichtiges, wenn es nach dir ging. Es war nein, bei mir ist es nie was Unwichtiges. Natürlich. Ja. Sagt sie immer. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, Lapirat, der Chip-Head-Schlüssel. Deutschland ist ein freies Land, ich darf so auf mein Handy gucken. Oh, Nana.